Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Microsoft Flight Simulator 2020 hier bei mir auf dem Kanal. Ja, und nach den neuesten Updates und so weiter habe ich mich jetzt mal wieder umgeschaut und gesehen, dass es nicht nur neue Landeherausforderungen gibt, sondern auch einen neuen Anteil in der Flugschule. Ja, und vor einem Jahr habe ich ja angefangen, die Flugschule zu meistern, auch wenn hier 0% steht, das könnt ihr auch online sehen. In der dementsprechenden Playlist. Diese Anteile haben wir natürlich schon gemacht. Und ja, jetzt probieren wir es mal mit dem Bush-Piloten. Wir haben gerade Short Field Start gemacht und jetzt nach dem Start kommt natürlich die Landung. Also drei Versuche habe ich gebraucht, um auf die Bewertung A zu kommen, A wie Alpha. Und jetzt machen wir mal die Short Field Landung. So, Training. Hier in den Bergen werden Sie nur wenige große Flughäfen und lange Start- und Landebahnen finden. Lernen Sie, wie man auf einer unbefestigten Piste landet. Dafür sind präzises Fliegen und genaue Kontrolle der Geschwindigkeit vonnöten. Ja, da bin ich gespannt, ob ich das hinkriege, weil mein Airbus TCA Quadrant, den ich ja hier habe, auf den A320 eingestellt ist und ich jetzt keine Lust hatte, gerade das Ganze nochmal umzukalibrieren. Ja, schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Gut, Landeklappen voll ausfahren, das sehen wir hier in dem Schaubild. Dann die Fluggeschwindigkeit auf 55 Knoten reduzieren, die Leistung reduzieren, kurz bevor wir hier ankommen. Dann maximales Bremsen, sobald wir gelandet sind. Also voll in die Eisen und dann gucken wir, was passiert. Nachdem Sie nun von einer Schotterpiste abgehoben sind, wollen wir mal auf einer landen. Bei dieser Shortfield-Landung zwingt uns das Terrain dazu, den Landeanflug in einem entsprechenden Winkel durchzuführen. Beginnen Sie mit dem Ausfahren des Fahrwerks und bereiten Sie sich auf den Landeanflug vor. Gut, wir fahren das Fahrwerk aus. Kurze Landebahnen erfordern ein frühes Aufsetzen und vollständig ausgefahrene Landeklappen, damit wir nicht von der Landebahn rollen. Also, fahren Sie nun die Landeklappen vollständig aus. Das habe ich gerade schon Großartig. Getan. Streben Sie eine Anfluggeschwindigkeit von 55 Knoten an. Steuern Sie das Ende der Landebahn an, damit wir möglichst viel Strecke zum Ausrollen haben, aber setzen Sie auch nicht zu früh auf. Nehmen Sie kurz vor dem Aufsetzen das Gas raus, um eine schöne, glatte Landung hinzulegen. Gut, also wir sind schon mal zu langsam. Nach dem Aufsetzen die Bremsen, um eine saubere Landung einzuleiten, bei der wir schnellstmöglich zum Stehen kommen. Das Schöne ist ja, dass da schon ein anderes Flugzeug steht. Wir vielleicht sogar ein Ticken zu niedrig sind. Und dann kommen wir mal rein. Voll in die Eisen. Schub raus. Und wir kommen zum Stehen. Sie haben die Landung gemeistert. Der Vorgang ist ein bisschen schwieriger als auf einem größeren Flughafen, aber auf kurzen und unbefestigten Landebahnen wie dieser landen zu können, eröffnet mehr Möglichkeiten für Ihre Abenteuer. Wow, also 9.796 Punkte und das direkt beim ersten Mal. 10.000 kann man ja nur erreichen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich vermute mal, dass ich beim nächsten Mal nicht ganz so gut bin, aber ich probiere es nochmal, ne? Weil wir haben ja gerade erst 2 Minuten rum, können wir ja nochmal probieren. Vielleicht machen wir das dann auch so, wie die Damen und Herren das hier haben wollen, nämlich ein bisschen langsamer. Also Landeklappen voll ausgefahren, aber eigentlich haben wir das so gemacht, wie sie es gesagt haben, ne? Gut. So, jetzt musste ich meinen Joystick natürlich gerade mal wieder in die Ausgangsposition bringen. Ich sehe, hier ist zumindest schon ein, also die Flaps sind ein bisschen ausgefahren. Fahrwerk ist drin und ja, weiter geht's. Also, gucken wir mal von außen. Nachdem Sie nun von einer Schotterpiste abgehoben sind, wollen wir mal auf einer landen. Bei dieser Shortfield-Landung zwingt uns das Terrain dazu, den Landeanflug einem entsprechenden Winkel durchzuführen. Beginnen Sie mit dem Ausfahren des Fahrwerks und bereiten Sie sich auf den Landeanflug vor. Nee, Moment mal. Wir wollen ja jetzt nicht hier noch Gas geben. Jetzt fahren wir erstmal das Fahrzeug aus.
Fahrwerk, nicht Fahrzeug. Wir sind ja in einem Fahrwerk. Fahrzeug. Gott im Himmel. Schon wieder zu früh am Morgen heute. Landebahnen erfordern ein frühes Aufsetzen und vollständig ausgefahrene Landeklappen, damit wir nicht von der Landebahn rollen. Fahren Sie nun die Landeklappen vollständig aus. Gut, Landeklappen sind ausgefahren. Großartig. Streben Sie eine Anfluggeschwindigkeit von 55 Knoten an. Haben wir. Steuern Sie das Ende der Landebahn an, damit wir möglichst viel Strecke zum Ausrollen haben, aber setzen Sie auch nicht zu früh auf. Vielleicht nehmen wir dann das, kurz vor dem Aufsetzen das Gas raus, um eine schöne, glatte Landung hinzulegen. Den Busch heute nicht mit. Betätigen Sie nach dem Aufsetzen die Bremsen, um eine saubere Landung einzuleiten, bei der wir schnellstmöglich zum Stehen kommen. So, okay. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wendig. Das Flugzeug. Und wir treten voll in die Bremsen. Also zumindest sind wir diesmal nicht durch den Busch geflogen. Das ist schon mal ganz gut. Gut gemacht. Aber es gibt Raum für Verbesserung. Ah, siehst du, also habe ich mir doch gedacht, wir sind nicht so gut gewesen wie beim letzten Mal. Also ist tatsächlich nur 6329 Punkte statt der 9000, die wir vorher hatten. Ja, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Und zwar ohne auf die Tante hier zu hören. Also grafisch schon echt gut, ne? Echt gut, das Ding. Nachdem Sie nun von einer Schotterpiste abgehoben sind, wollen wir mal auf einer landen. Bei dieser Shortfield-Landung zwingt uns das Terrain dazu, den Landeanflug in einem entsprechenden Winkel durchzuführen. Beginnen Sie mit dem Ausfahren des Fahrwerks und bereiten Sie sich auf den Landeanflug vor. Ja, so sieht das aus, wenn es ausgefahren wird. Bin schon auf die Wasserlandung gespannt. Wobei ich das auch schon mal gemacht habe mit dem Ding. Landebahnen erfordern ein frühes Aufsetzen und vollständig ausgefahrene Landeklappen, damit wir nicht von der Landebahn rollen. Und zwar in Hannover, auf dem Maschsee bin ich mal gelandet. Vollständig aus. Würde mich mal interessieren, also in echt würde es natürlich auch gehen. Es ist ja ein riesiger See. Fluggeschwindigkeit von 55 Knoten an. Ist auch geil, ne? 55 Knoten. Haben wir gemacht. Und gleich kommt irgendwas mit, halten Sie 60 Knoten oder so. Steuern Sie 65. Das Ende der Landebahn an, damit wir möglichst viel Strecke zum Ausrollen haben, aber setzen Sie auch nicht zu früh auf. Nehmen Sie kurz vor dem Aufsetzen das Gas jetzt raus, 65 um Knoten halten. Glatte Landung hinzulegen. Bullshit. Betätigen Sie nach dem Aufsetzen die Bremsen, um eine saubere Landung einzuleiten, bei der wir schnellstmöglich zum Stehen kommen. So, knapp über das andere Flugzeug drüber. Gut, war ein bisschen härter die Landung als beim letzten Mal, aber insgesamt ganz gut. Ne? Also nichtsdestotrotz beim ersten Mal knapp 10.000 Punkte. Der Vorgang ist ein bisschen schwieriger als auf einem größeren Flughafen, aber auf kurzen und unbefestigten Landebahnen wie dieser landen zu können, eröffnet mehr Möglichkeiten für Ihre Abenteuer. Prima. Also jetzt 9.000 Punkte, schon wieder deutlich besser. Alpha-Bewertung herausragend. Gut, gucken wir nochmal rein, was die hier sagen. Also konfigurieren Sie das Fahrwerk, Geschwindigkeitsklappen für die Landung. Ja, gut, also war nicht ganz so, wie die das haben wollten. Nichtsdestotrotz bin ich da ziemlich zufrieden. Dafür war das Landen diesmal mit 5000 Punkte quasi ideal. Nun, also, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Folgen hier von dem Buschpiloten sehen wollt, ich glaube, gleich kommt auch irgendwas Wasserstart und Wasserlandung und so weiter, dann ja, bleibt dabei. Wenn ihr noch kein Abo habt, drückt gerne auf den Knopf und ja, lasst mir gerne ein Like da, unterstützt mich mit meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt und ihr den Daumen dann da lassen könntet. Nun denn, also bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.